Hallo, herzlich willkommen zur 20. Folge vom Sims 4 Let's Play. Zurück bei Finger Ingo und seinem magischen Verlangen, endlich ein Zauberer zu werden. Guckt ihn euch doch an, er ist doch schon süß, wa? Ah ja. Mehr oder weniger. Grüß dich. Okay. Ja, es ist ziemlich lange natürlich her, dass Sims 4 aufgenommen worden ist. Pause. Ja, habe ich mich schon dazu geäußert, wie auch immer. Eigentlich würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ganz einfach, ganz schlicht. Wir nehmen natürlich erstmal das schnell, das Zitat nennen sollte das Wort sein. Das habe ich etwas runtergenuschelt. Und zwar, das Thema ist Natur. Das Zitat stammt von Karl Spitteler. Nicht Splitter oder Spittler. Spitteler. Okay. Wie auch immer. Das Zitat lautet, die Natur kennt das Zeitwort sollen nicht. Das stammt aus der Sozialgrammatik der Menschen. Die Natur muss gar nichts. Macht ihr eigenes Ding. Ist auch so. Gut, wir haben ja hier irgendwo, jetzt fragt mich mal, wo diese Fähigkeitenliste hier. Tatsache. Oh, da ist Tofu-Würstchen. Fred der Waschbär, alle wieder da. Und hier unten ist Monika Mautz. Sehr schön. Die Pflanzen wurden eingepflanzt. Das habe ich mir mal noch schnell angesehen in der letzten Folge. Genau. Wir wollen ja unbedingt hier endlich den Rang Neuling erreichen. Also, Schlaf haben wir bekommen. Gucken wir mal ins Inventar. Ins Reich der Magie reisen. Na dann. Ist schön, wie meine Festplatte arbeitet und kratzt und, na gut, kratzt nicht, aber. Ja, es ist halt nicht die neueste, aber sie hat 6 Terabyte, also beklagen wir uns nicht. So, das Reich der Magie. Wollen wir doch mal sehen. Wer ist das hier? Was kann die lernen? Schelmische Magie, ne? Eigentlich nicht. Möchte ich eigentlich nicht unbedingt lernen. Was bist du? Saskia Schneider, okay. Wir können natürlich experimentieren, nicht Makaroni mit Käse zu bereiten. Könnte man hier in diesem mystischen Fluss angeln? Scheinbar nicht. Duellgelände besuchen? Nein. Das bringt uns nicht viel. Ja, wir fangen erstmal einfach mit Experimentieren an. Dann gucken wir mal, ob wir hier. Mit dem haben wir gesprochen, oder der? Moment. Pause. Funktionale Magie. Ja, doch, auf jeden Fall. Magie. Ein nicht magisches. Und Zutaten duellieren. Was? Das ist irgendwie. Na egal. Ritual der Ablösung. Na mal gut. Mal sehen. Er experimentiert erstmal hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist, was du hier herstellst. Es blubbert halt ganz schön, nicht wahr? Irgendwie passiert doch nichts weiter. Na gut, dann können wir es auch lassen. Solange wir das nicht trinken können. Egal. Aber schön, dass sich alles ganz schnell auflöst. Das ist immer das Beste. So coole Lampen. Alle Lichter auf Pornorot. Blau? Blau ist blöd. Auf lila. Beziehungsweise violett eher, nicht lila, Entschuldigung. Karmesinrot, also hier, okay. Bist du sicher, dass du kein Magier mal sein möchtest? Nein. Was? Ach, Ritual der Ablösung. Jetzt verstehe ich's. Da werde ich abgelöst und bin dann kein Magier mehr. Jetzt habe ich verstanden, was Ritual der Ablösung ist. Ja, bitten, funktionale Magie beizubringen. Auf jeden Fall. Ich spiele währenddessen mal noch mit den Lichtern ein bisschen rum. Ja, mach mal ein schönes. Ja, gelb ist zwar, oder hier so ein helles,
Ein warmes, lauwarmes Weiß, so kann man das da ausdrücken. Oder warmes Weiß. Ja, das ist angenehmer für, auch für die Augen, ja. Oh, dem wird nichts beigebracht. Na gut. Dann gucken wir mal eine Etage nach oben, was hier noch so ist. Noch mehr Kessel. Was ist denn das? Kann man hier irgendwas machen? Nee. Ungezähmte Magie, das klingt gut. Ungezähmte Magie, das klingt irgendwie sehr nach Voldemort oder Slytherin. Bringt sie mir ungezähmte Magie bei? Also nicht mir. Nicht mit ihr den. Okay. Dann wird es Zeit, sich kennenzulernen. Kennenlernen. Morgen. Ja, wir fragen, ob Wassermann. Na gut. Vor allem eigentlich, warum Wassermann? Wieso gibt es keine Wasserfrauen? Das verstehe ich halt irgendwo nicht. Weil. Oder ist das ein. Nee, das ist eine Frau, ich wollte schon sagen. Oh. Funktionale Magie, grüß dich, meiner. Wieso? Ach so, weil meine Maus so weit oben ist, okay. Ja, dann halten die sich halt so. Ich hoffe mal, dass er. Was macht er sich selbst? Zuspruch geben. Das ist gut. Ja, das machst du gut, Finger Ingo. Jetzt noch eine Etage weiter hoch. Aber hier oben gibt es noch nichts mehr. Aber es geht noch in den Keller. Oh. Entzünden. Jawohl. Ja, was liest man denn? Kochen mit Partikeln, das klingt gut. So, erstmal brennt hier unten. Oh, blaue Flammen, das ist cool, aber ich glaube, ich kann die. Nein, ich kann die Flammenfarbe nicht ändern. Kann ich hiermit was machen? Nein. Die zaubert einfach mal vor sich hin. Ich möchte unbedingt, dass diese. Dass diese Fähigkeitsleiste weiter steigt. Aber das macht sie irgendwie nicht. Vielleicht muss ich wohl doch erstmal experimentieren. Dann machen wir das. Weil bevor wir nicht Neuling sind, können wir ja auch nichts lernen. Das ist ja richtig so, das baut ja scheinbar alles irgendwo auf diesen. Ja. Jetzt ist Neuling auf dem Gebiet der Magie. Oh, cool. Alchemie, Fortschritt 1 von 5. Okay, es gibt. Ach, geil, es gibt Zaubertränke, ist das cool. Inferno. Okay. Verwandeln. Also, ich werde hier, glaube ich, noch richtig viel Spaß haben an Sims 4. Also, das, was sie jetzt hier so reingebracht haben, das ist so magisch, ist so cool, das gefällt mir. So, Zaubertränke, reger Verstand. Ein Zaubertrank, mit dem ein, beziehungsweise dein Sim schneller Fähigkeiten erwirbt. Gepunkteter Erdfrosch. Kann ich das jetzt herstellen? Ein Talentpunkt. Kann ich den. Okay, den kann ich ja irgendwo einsetzen, nicht wahr? Okay, was könnte man machen? Wissen ist Magie. Dieser Sim liest und forscht schneller am Computer. Außerdem erhöht sich durch diese Interaktion das magische Wissen. Okay. Zaubertränke werden viel schneller zubereitet. Kann jetzt entladen wirken, um die Zauberladung zu leeren. Okay. Okay. Fehlschläge werden reduziert. Na, ich nehme mal das Allgemeine, würde ich sagen. Ich meine, irgendwann, ich weiß ja nicht, wie oft man diese Punkte bekommt. Ob man die wirklich plus. Fragezeichen.
Aber ich werde auch sicher noch. Ich werde sicher noch irgendwelche anderen. Achso, ich brauche die Zutaten. Petersilie und gepunkteter Erdfrosch. Netta. Ich werde auch sicher noch ein paar mehr Talentpunkte bekommen, außer die 5, die ich hier für die paar Ränge bekomme. Das ist eigentlich nicht so cool. Was kann die mir eigentlich beibringen? Schelmisch. Es geht noch weiter runter. Getränk bestellen. Okay. Kann ich unten sonst noch irgendwo interagieren? Nee, hm? Begleiter an sich binden. Flattermaus. Ha! Ich weiß, wie Lederlapp. Pen. Ich habe jetzt einen Begleiter. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich habe einen Begleiter. Lass doch gucken, wo Finger-Ingo ist. Ach, hier oben. Natürlich schön, durch den Cheat, den wir da mal angewendet haben, haben wir ja kaum Bedürfnisse. Aber nun gut, so, ich würde jetzt endlich gerne mal einen Zauberunterricht bitten. Das ist ja noch besser. Ich hoffe, dass er das wenigstens macht. Macht er das? Ja. Ist er nämlich irgendwie an. Es heißt Leviosa, nicht Leviosan. Naja. Es ist halt schade, dass sie ohne Zauberstab zaubern. Das wäre noch das. Dieses i-Tüpfelchen zum Harry Potter. Zur Harry Potter-Verknüpfung. Aber schön, dass hier das hier unten steigt. Das ist gut. Und jetzt, das war's wohl. Kann er jetzt zaubern oder? Magie. Bitten, funktionale Magie beizubringen. Macht das jetzt vielleicht? Oh. Sehr schön. Reparatur. Teleportieren. Ich glaube, jetzt muss ich bestimmt noch mehr. Na, komm später zurück. Okay, gut. Ach, ich habe den im Inventar. Ja. Cool. Also ich muss mich mit allen gut verstehen und bekomme dann so einfach die Sachen. Das ist gut zu wissen, aber man muss sich erst erstmal mit denen gut verstehen. Das ist halt das Problem noch, ja. Aber na gut, interessant. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich Frösche suchen. Das ist gut. Ich muss ja für diesen Trank brauche ich Frösche und muss ich wieder gucken, wo habe ich hier mein Zauberbuch? Dadim, dadim. Petersilie und gepunkteter Erdfrosch. Wow, es gibt sehr wiederbelebte Mu. Ewiges Leben. Das wäre natürlich der perfekte Trank für Finger-Ingo. Ich habe hier die Alterung. Weiß gar nicht, habe ich die noch an oder aus? Hat er jetzt was gefunden? Surfer, Eier, Pflanzen, Frosch. Okay. Aber ich glaube, sonst hat er nichts gefunden. Gut, gibt es da noch irgendwo so eine Froschfalle? Oder, ja, wie soll man das nennen? Ja, doch, eigentlich eine Froschfalle wird das wohl sein. Beziehungsweise gibt es nur hier. Es gibt ja nicht bloß hier Sachen, denke ich mal. Es gibt ja auch sicher noch in der Welt, in dieser magischen Welt, sage ich mal, noch Sachen. Oh, ein Kristall, den graben wir doch gerne aus. Und dann öffnen wir das mal. Diese
Zeitkapsel und haben. DJ Candy, naja, gut. Besuchen wir noch schnell das Duellgelände. Hallo? Ach, hier oben. Gibt es hier irgendwas zum Buddeln? Nee, hä? Na gut, dann geht's weiter zurück. Und dann geht. Ach ja, Moment, hier unten geht's ja noch. Gärten besuchen. Ja, stimmt, wir brauchen ja Petersilie. Haha. Perfekt. Das hätte ich ja gar nicht gesehen, das Portal. Stimmt ja, es gab ja noch. Was ist das hier unten? Zauberallee. Ja, stimmt. Ja, es ist schon einige Tage her, dass ich das ja zuletzt gespielt habe. So, Frösche suchen, das ist gut. Oh, da war eine Schlange. Da kann ich aber nichts machen. Ein gepunkteter Herzfrosch. Cool, aber nicht das, was wir brauchen. Oh, Alraunen. Alles ernten, was passiert da? Okay. Ich brauche einfach nur Petersilie. Es sollte eigentlich nicht so schwer sein. Vielleicht finde ich die auch hier nicht. Kirschbaum ansehen. Apfelbaum. Oh, hier kann man angeln gehen. Das sind bestimmt irgendwelche besonderen Fische. Zitrone. Schön, dass das Inventar nicht so begrenzt ist unbedingt. Ich hätte gerne am liebsten so eine Ansicht, was ich hier alles anklicken kann und was nicht. Huch. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas drin, aber... Scheinbar kommt man hier nicht rein. Nein, die Türen sind zu. Frösche sind noch keine da. Ich würde halt gern diesen Trank brauen, aber vielleicht muss ich das Baldrian. Muss ich das vielleicht auch nicht, wer weiß. Na gut. Vielleicht kann ich auch magische Sachen irgendwo kaufen. Ich gehe erstmal noch zur Zauberallee. Oh, ich. Ja, stimmt, müssen wir auf die Zeit gucken. Ich darf die Zeit nicht verpassen. So, die müsste ja hier unten irgendwo sein. Gab's dies letzte Mal schon? Zauberstäbe, Folianten und Begleiter kaufen. Oh ja. Es ist halt. Ja, das ist jetzt wirklich an Harry Potter bzw. an die Winkelgasse angelegt. Aber das ist nicht schlimm. Okay, wir haben ja genug Geld. Okay. So, was haben wir denn alles? Ja, so ein Begleiterorb nehmen wir über erstmal mit. Folian Diebesgut. Okay. Fluchaustreiber ist gut. Zorn. Holzstab, Marmorstab. Zauberstab der Waldlichtung, na, auf jeden Fall. So, den kann ich jetzt. Ja, das nehmen wir jetzt als Lieblingsstab. Immer Zauberstämme verwenden. Ah, okay, wir haben täglich andere Angebote. Das ist cool. Hellwisch, naja. Das ist ja schon. Es ist ja schon eine Anspielung, ja. An Hedwig. Ich weiß, dass Hedwig nicht so geschrieben wird, aber. Ich weiß halt nur nicht, wo ich den. Wo ich den Begleiter richtig einsetzen kann. Ich sehe den bis jetzt nicht. Hm, Besen und Kristalle kaufen. Auch interessant. Ein magischer Mob. Ja, so ein Kristall. Zitrin, Chinolith, das kann man alles. Ach, wir kaufen einfach mal alles. Was gibt's hier? Oh, Zaubertrank, Zutaten, ne? Dann ist ja gut. Alles einfach. Wer weiß, wenn wir alles mal brauchen. Geld ist genug da. Ach, Petersilie, guckt mal, da haben wir es doch. Zauber. Oh. Magie-Vorteilspunkte zurückgesetzt. Nicht cool. Müssten wir alles erstmal gekauft haben, ja? So.
Hier oben kommen Funken aus dem Dach. Das muss so sein. Super. Am nächsten Tag gibt es wieder... Aber es ist ja eigentlich schon der nächste Tag. So, jetzt theoretisch. Ich weiß halt nicht, wann die hier tageweise, wie die da denken. Doch, das ist neu. Tatsache. Teleportieren. Reparatur. Delirium. Okay. Also teleportieren würde ich Drachen als Begleiter. Teleportieren würde ich sehr gerne lernen. Muss ich mal gucken. Teleportieren. Na dann, fang mal an damit. Mal gucken, wo er sich hinsetzt. Gibt es hier hinten eigentlich noch Häuser und was zu kaufen? Nein, ne? Sind scheinbar nur die drei Zaubertrankzutaten. Besen und Kristalle. Möchte er es nicht lernen? Delirium teleportieren. Was will er lieber machen? Natürlich, er will am Handy lieber ein Spiel spielen. Vielleicht kann er es auch noch nicht lernen. Ja, ist zu niedrig, das war mir schon fast klar. Was steht da da? Rang Eingeweihter. Ich bin natürlich erstmal noch Neuling und dann kommt erst Gehilfe. Gucken wir mal, wie das danach weitergeht. Dann kommt erst Eingeweihter. Okay, also ich brauche Rang 3. Das dauert. Also bringt es das nicht, hier jetzt irgendwas zu lernen. Na gut. Dann reisen wir mal vielleicht ganz normal nach... Ja, ist eigentlich egal, wohin. Oder bleiben wir einfach hier im Reich der Magie? Das reicht doch eigentlich. Das reicht doch eigentlich, das Reich der Magie. Wie witzig. So. Lass mal Finger irgendwo direkt hier in der Mitte platzieren, damit wir in der nächsten Folge gleich weitermachen können. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal 10 Folgen nur hier. Nie wieder ans Tageslicht, oh Gott. Egal. Gut, das war jetzt sehr viel Magisches. Ich muss mir ja selber da erstmal reintasten, was hier alles noch so geht. Es geht sicher noch viel mehr. Da muss ich auch mal noch dran denken, dass hier auch noch ein bisschen was ist. Naja. Mal sehen. Aber Nettogewinn 21.000. Geht doch. Na gut. Das war's von diesem Video. Ich speichere das jetzt als 20.1. Und dann sehen wir uns im nächsten, wenn ihr wollt. Bei Anregungen, Fragen, Kritik, wie auch immer. Ja, meldet euch einfach, schreibt es in die Kommentare. Und ja, bis dann.